Die Ostharz Brennstoff GmbH präsentiert die 10. Quedlinburger Dixieland- und Swingtage. Heute geht's los mit dem Eröffnungskonzert auf dem Marktkirchhof ab 20 Uhr und anschließend bei der Absackerparty im Samocca. Am Samstag swingt es überall in der Stadt. Ab 10 Uhr beim Jazz in der City, in der Steinbrücke am Mathildenbrunnen und am Restaurant Prinz Heinrich. Ab 13.30 Uhr spielen 5 Bands auf der Bühne im Marktkirchhof. Highlights am Abend, die Konzert- und Sessions in den beteiligten Hotels und Restaurants. Großes Finale am Sonntag ab 13.30 Uhr mit 8 Bands beim Abschlusskonzert auf dem Marktkirchhof. Quedlinburg swingt, das ist Stimmung, die Sie nicht verpassen dürfen.